Versuche, die reglose Person anzusprechen und berühre sie. Wenn sie nicht auf den Schmerzreiz reagiert, kontrolliere den Mund auf eventuelle Fremdkörper und überstrecke danach den Kopf leicht, um Atmung und Kreislauf zu überprüfen. Sind keine Atem- und Kreislaufzeichen feststellbar, ist es unbedingt notwendig, sofort mit der Reanimation zu beginnen. Fange dazu mit der Beatmung an. Überstrecke den Kopf und halte die Nase zu. Suche nach zwei Beatmungen wieder nach Zeichen von Atmung und Kreislauf. Wenn keine feststellbar sind, führe die Reanimation abwechselnd mit zwei Beatmungen und 15 Herzmassagen fort. Wenn ein Defibrillator zur Verfügung steht, folge Schritt für Schritt den Anweisungen des Geräts. Elektroden wie abgebildet auf den nackten Brustkorb kleben. Achtung, Patienten nicht berühren. Schock abgeben. Wenn keine Atem- und Kreislaufzeichen, zwei Beatmungen und 15 Herzdruckmassagen abwechselnd fortführen. Führe dann nach Aufforderung des Geräts 15 Herzmassagen durch. Der Druckpunkt liegt knapp unter der Mitte des Brustbeins. Drücke lieber etwas tiefer hinein, um eine bessere Pumpleistung zu bewirken. Durch die Beatmung und Herzmassage wird das Gehirn des Patienten mit Sauerstoff versorgt. Schock empfohlen. Achtung, Patienten nicht berühren. Schock abgeben. Gib nicht auf und führe die Reanimation so lange durch, bis die Rettung eintrifft oder beim Patienten Atmung und Kreislauf wieder einsetzen.